Beim Krafttraining ist der Trick, Zusatzaufgaben einzubauen, die Spaß machen und das Training noch effektiver machen. Du wirst stärker und lernst, deine Kraft besser und effizienter einzusetzen. Denn es geht nicht nur darum, dass du viele Muskeln aufbaust, sondern dass du sie auch richtig einsetzen kannst. Die erste Kraftübung ist, logisch, wie soll es anders sein, Slalom. Wir trainieren die Oberschenkelmuskulatur. Stell dich schulterbreit hin und geh in die Hocke. Achte darauf, dass du auf dem ganzen Fuß stehst. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Klar, zum nächsten Slalomtor vor dir. Linkskurve. Du hebst das rechte Bein kurz ab. Dein Gewicht ist auf dem linken Bein, deinem Bergski. Bei der Rechtskurve, dein Gewicht verlagert sich auf das rechte Bein und du hebst dein linkes Bein kurz ab. Achtung, Bodenwelle! Du streckst deine Beine, springst nach oben und gehst wieder in die Hocke. Mit dynamischem Sprung und sicherer Landung. Die zweite Kraftübung. Wir rodeln. Wir trainieren die Bauchmuskeln. Du legst dich mit dem Rücken auf eine Matte. Jetzt hebst du deinen Kopf von der Matte ab und hebst abwechselnd einen Fuß vom Boden ab. Zuerst den linken, 3 bis 5 Sekunden halten, dann den rechten Fuß abheben. 3 bis 5 Sekunden halten und den Fuß wieder absetzen. Darauf musst du achten. Kinn an die Brust, Bauchnabel auf den Boden drücken. Wir vermeiden ein Hohlkreuz. Popo anspannen, Zehenspitzen nach vorne für die Spannung in den Beinen. Die Hände liegen am Körper, wie beim Rodeln. Schulterblätter liegen auf der Matte auf.